Der größte und bekannteste Sohn der Stadt ist allerdings nicht auf Melaten, sondern in seiner Wahlheimat Rhöndorf beerdigt. Konrad Adenauer, der einstige Oberbürgermeister von Köln, bis die Nazis ihn vertrieben. Für Köln stellte Adenauer während seiner Zeit als OB wichtige Weichen. Nach Kriegsende wurde Adenauer noch einmal kurz Oberhaupt der Stadt, bis ihn die große Politik zu Höherem berief. Als erster Bundeskanzler lenkte er 14 Jahre die Geschicke der jungen Bundesrepublik, war ein erbitterter Gegner des Ostblocks und band Deutschland in das westliche Bündnis ein. Über alle Parteien hinweg genießt Adenauer den Respekt aller Deutschen, welches ihm bei einer ZDF-Umfrage den Titel »Wichtigster Deutscher« einbrachte, noch vor Goethe, Beethoven und Marx. Nach seinem Ausscheiden als Bundeskanzler benannte Köln ihm zu Ehren einen neuen Wohnkomplex als Adenauer-Siedlung und auch der Flughafen wurde nach ihm benannt. Adenauer war es auch, der in einem persönlichen Gespräch Henry Ford überzeugte, seine für Deutschland bestimmten Autos in Köln zu bauen. So könnte man die Kölner Stadtteile Merkenich und Niehl eigentlich in Ford City umtaufen, denn hier gibt es kaum einen Quadratmeter, wo Ford nicht aktiv ist. Ford ist heute größter Arbeitgeber der Stadt. Seit der Gründung der Fordwerke AG im Jahre 1925 in Berlin hat Ford über 33 Millionen Pkw in Deutschland produziert. Köln ist seit 1931 der Stammsitz des Unternehmens und ab 1998 auch der Sitz von Ford of Europe, die von hier aus 42 Länder betreut. Konrad Adenauer sei Dank, denn ohne seine Überredungskünste würden in Köln etliche Arbeitsplätze fehlen.